Willkommen zurück zum Schattenruf, Leute. Zweite Sleeper Simulant Questreihenmission. Auf der Erde, ich zeige euch gerade nochmal, wo ihr die auswählt, damit ihr nicht da die falsche auswählt. Das ist diese hier, Schattenruf, Level 41, empfohlenes Licht 270, erklär mir den Teufelsgipfel. Und die starten wir dann. Und die ist auf 270 Licht empfohlen, das wird man wohl locker noch hinbiegen. Wir haben Wappen von Alpha Lupi drin, die nutzen uns nichts. Teammitglieder können leider nicht mitkommen, es sei denn, die haben die Questreihe drin, sehr wahrscheinlich. Also ich muss jetzt alleine spielen. Das heißt, ich werde jetzt 20 Mal sterben und verkacken. Und Aber naja, hast du was willst du schon? machen? Ich bin wieder da. Mit uns dabei sind Kati und der Daywalker. Sie werden uns in der Party Moin. beratschlagen, wenn wir es irgendwie nicht mehr schaffen sollten. Dann hoffe ich, gute Tipps zu bekommen. Namen tanzen. Wo? Namen Nein. tanzen, ja, Lightning-Soldaten. Das wird super. Bis alle einschlafen, dann kriegst du den Sleeping Simulant. Dann wirst du zu Sag Sleeper mal, Simulant. wo habe ich diese Dingsrelikte gefunden, diese Waffenrelikte? Droppen die random oder? Ja, random in der Spielwelt. Kannst du auch Och Gott. Dämmerung spielen und so. Ah, ich habe ein Zeitlimit! Oh. Ich habe ein Zeitlimit, man muss da hochkommen in den Zeitlimit. Okay, ich hab's nicht gesehen. Scheiße, 10 Na Sekunden schon dann mach mal verschwendet. schnell. Wo muss ich denn überhaupt lang? Das ist ja der Witz. Weil Ich sonst klimme bin den ich allein in Teufelsgipfel, Dämmerung. wahrscheinlich hier hoch. Schatten berührt. Ey, das interessiert mich doch alles nicht. Lass mich doch da weitergehen. Ich mal Mida reinmachen sollen. Ja, der Lightning-Sprungpassage, ich habe gestern das Relikt bei Oryx gemacht, ganz ehrlich. Damit könnte mich nur langweilen. So gut, der Lightning. Der Hey, beste wann Springer hast du der das Welt. Ich gemacht? bin zwar mega un-PG, aber der beste Springer der Welt bin ich. Wo geht's denn weiter? Ach, da oben. Gibt's hier eine Abkürzung? Nein, weiß man nicht. Egal. Stimmt, es ist dann das Echo von Oryx, wieder der letzte Heinz, den man da töten muss. Hallo! Das ist der beste Springer der Welt. Lass mich da durch. Müssen wir mal nachladen, aber ich trau mich gerade nicht. So, wo geht's weiter? Da hinten. Das ist aber geil, du kriegst nichts angezeigt, wo du hin musst. Wenn man hier die Gegner töten muss, wäre ja nett. Auf den Weg. Der Solararmer-Titan haut sich den Weg einfach frei. Renn mal, bitte. Ist irgendwo dann der Aufzug, oder? Ich kann die Der Mission Teil nicht ist auswendig. echt stark. Wieso kann ich denn nicht rennen? Schatten berührt. Was ist denn das? Wo geht's denn weiter? Hä? Wo geht's denn weiter? Ach da, okay. Ich glaube, das muss ich nochmal machen. Ich weiß ja nicht, wo es weitergeht. Muss ich doch wissen. Aber ich glaube, ich bin mit der Zeit ziemlich gut. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass man noch. Geile Kiste. Hat mir jetzt nichts gebracht. Göttliche Hexe, die hauen wir direkt mal weg. Ja, und jetzt? Na ja, super, muss ich die Hexe noch töten. Immer 1,20 auf der Uhr. Ach, ich habe noch 1 Minute übrig. Ah, wie schlecht, Leute, wie schlecht diese Hexen waren. Einfach weggepwnt mit der Beweispflicht 11. Piu, 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 piu. Ja, ich habe ein neues Relikt hier. So, das, was man für die Sleeper Simulant vermutet hat, dass das aussieht wie der Geist. Nee, wie heißt es denn, das Ding? Der Reisende. Das habe ich jetzt bekommen, Kati. Bist du überhaupt noch da? Nein. Ja, Nee, ist doch, ich gerade bin nicht da. da. Doch. Doch. Also Doch, hier, Kati ist Speedrun da. auf dem Turm hoch, easy peasy, ist nicht so wahnsinnig schwer. Kannst du durchrennen, Hexen schießt von der Shotgun weg. Geht eigentlich. Boah, du hast doch mal gesagt, man kann irgendwo sehen, wie viele von den Dingern man Nein, kann man abgegeben nicht. Habe ich auch gedacht. Geht nicht. Habe ich jetzt letztens auf Reddit gelesen. Man kann nicht nachgucken, wie hat. viel von den Fusionsgewehren man hat. Man kann es wissen, wenn man die Zahlen sich gemerkt hat. 1, 2, 3, 4 heißen die. Es gibt nur jedes einmal. Man kriegt keins doppelt. Und dann kann man es wissen. Aber ansonsten kann man jetzt nicht nachgucken. 2 Minuten 50 habe ich gebraucht für eine Das kann ja bei mir noch Vier-Minuten-Mission. Jahre dauern. Nee, das dauert nicht lang. Also ganz ehrlich, ich habe echt nicht lange gebraucht. Ich habe seit einer Woche oder so schon keins mehr gedroppt bekommen. Klar, ich habe viel gespielt am Anfang. 20, 30 Stunden die erste Woche schon.
um halt hochzukommen, um euch Content Ja. bieten zu können und so, aber es ist echt nicht so wahnsinnig, wahnsinnig schwierig, die Teile zu bekommen. Klar ist wieder Tropglück und so, aber naja. Ikolos-Fusionskern, Dann mache ich jetzt also meine es ist ein Daily. Fusionskern, es ist definitiv eine Sleeper Simulant oder eine exotische Fusionsgewehrwaffe auf jeden Fall. Es scheint, als würden dem Kern Das fünf habe ich doch vorhin Schlüsselkomponenten schon fehlen. Wir gesagt. werden sie finden müssen, um die Knoten zu aktivieren und den Kern neu zu starten. Ikolos-Fusionskern, bla bla. Jetzt kann ich reparieren drücken. Okay, was muss ich da jetzt machen? Ionisierte Was Patronenharmonie. zerstören? Was muss ich zerstören? Muss ich zerstören? Ich schätze, du musst irgendwas zerstören, um Ja, es zu lies mal auf Reddit. reparieren. Du bist doch hier top informiert. Ich lese auf meinem MMO. Eine der Aufgaben löst man, indem man eine legendäre oder exotische schwere Waffe zerlegt. Ja, das ist nicht Die das Problem. Mission, die Archiv abzuschließen, aktiviert das dritte Modul. Die Schwierigkeitsstufe ist dafür wohl unerheblich. Für die nächsten drei Schritte wahrscheinlich muss man ein öffentliches Warset-Event auf jeweils Mars, Erde und auf dem Mond abschließen. Pro Planet aktiviert man ein weiteres Modul. Viel Spaß damit. Okay, kannst du mir jetzt nochmal nach der Reihe sagen, was ich machen muss? Ich habe die legendäre schwere Waffe jetzt zerstört, ich habe den ersten Schritt freigeschaltet, die schwere Energiekupplung. Was muss ich jetzt für die anderen machen? Eine Sache sagen, nicht alle vier auf einmal. Die Mission, also das Archiv abzuschließen, aktiviert das dritte Modul. Die Schwierigkeitsstufe ist dafür wohl unerheblich. Schwierigkeitsstufe ist unerheblich. Ich habe einen Speicherpunkt in der Schwierigkeitsstufe von was auch immer. Ich muss dich, glaube ich, so immer machen. Kommst du wieder rein, dann kannst du mir helfen, wenn es unerheblich ist, welche Schwierigkeitsstufe. Oh, jetzt habe ich gerade die Daily angefangen. Ja, dann mach. Ist ja egal. Dann spiel ich alleine. Dann kannst du ja kommentieren. Dann mache ich schnell das Archiv. Okay, und was noch? Kann ich das schon nebenbei machen? Was noch für die anderen? Für die nächsten drei Kriegssatelliten. Okay, da musst du Schritte. Kriegssatelliten verteidigen. Jeweils auf Mars, Erde, Terra und Luna, Mond. Also Ja, genau. Mars, Erde, Mond. Und das andere ist wahrscheinlich die ja, Ishtar-Archive. Okay, klar. Logisch. Da, jetzt macht es Sinn. Jetzt verstehe ich das auch. Das ist ja dann easy peasy. Da muss ich ja nur Ihr Satelliten-Event Archiv ist ein auf rechter den Schatz, dem die Gefallenen Planeten niemals. Ja, da finden helfe und. ich dir nachher. Ja, das Das ist ganz Archiv, ehrlich. Da alles suchen wir dann dasteht, publicevents.com und dann suchen wir alle da die Events Schwierigkeiten und ab geht die aufgelöst. Post. Und wir stellen uns immer nur durch die Gebiete hin zu dritt am besten. Und wenn einer einen Kriegssatelliten hat, sagt er sofort Bescheid. Das kann sonst Jahre dauern. Das kann echt lang Das dauern. Wenn da kein Archiv ist Kriegssatellit eine kommt, da kannst du legendäre legendäre 100 Mal Waffe. Es wird falsches Zeit Event werden, bekommen. bis die Gefallenen alles Okay, ich habe keinen abgeklärt Checkpoint. haben. Naja, egal. Wir sollten es finden, bevor sie uns Rennen wir zuvorkommen. durch. Rennen wir durch, Archiv. Ich hab's auf 260 gestartet. Gut, aber es dauert halt eine Minute länger. Aber wenn es da nicht geht auf Level 12, mache ich den ganzen Käse nochmal. Und ganz ehrlich, so schwer sind die Gegner da nicht. Ich habe einen Solararmer dabei. OP! So. Was geht jetzt hier ab? Hallo, lass mich durch. Schnell noch das Archiv gespielt. Hat das denn in der Gläserkammer gestern noch was gebracht, oder? Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Wir haben die gestern in die Kammer abgeschlossen. Ich habe die Vex Mythoglas bekommen. Ein Fusionsgewehr, ein exotisches. Vielleicht hat es was gebracht. Vielleicht habe ich deswegen die Mission offen. Ich habe keine Ahnung. Ich bin gleich tot. Oh, guck dir die Energieleiste an oben. Oh, da war nichts mehr. Das war noch. Das war haardünn, war das. Hauchdünn. Ja, hauchdünn oder haardünn, ist ja egal. Das sind zwei unterschiedliche Wörter. Das eine Ich ist wusste nicht, hauchdünn, dass es haardünn das ist gibt. eine undefinierte Masse, hauchdünn, und haardünn ist auf jeden Fall mal irgendwo definiert, weil Haare haben nur eine gewisse Dicke. Ja, aber die sind auch immer unterschiedlich. Ja, das schon. Ich rede jetzt von Menschenhaaren. Von Ja, Menschenhaare sind auch unterschiedlich, stimmt. Süd- bis West-Mitteleuropäern. Weil das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Afrikaner haben ja deutlich Okay. dickere Haare als die Europäer. Und ich weiß nicht, wer die dünnsten sind. Ich glaube, die Asiaten haben die Dann dünnsten musst du auch Haare. noch Die haben sagen, den was für Busch. Haare. Was reden wir eigentlich jetzt von Haaren? Die Sleeper Simulant-Quest ist gerade hier. Jetzt reden wir von Haaren. Der Friseur Lightning ermittelt. Ja. Was ist da los? Oh, hier, ich bin umzingelt. Das wird echt eine haarige Geschichte. Jetzt wird's richtig schlecht. Hey, ich habe keine Energie wieder bekommen. Was ist da los? Das ist nämlich tot. Ach, das ist schon Level 41. Das ist ja erstmal der Eingang hier. So. Na dann. Ich mache mehr Schaden gegen Schwebe oder Raden.
Also die Salus Supercell hilft euch hier auf jeden Fall. Wenn ihr die nicht habt, dann könnt ihr euch wipen gehen. Nee, Spaß. Schafft das so, aber... Gut, das Archiv hätte dauer einfach auf Level 12 starten können, nicht auf 260 wieder dumme Lightning sollte. Aber ich wollte ja auch noch ein bisschen was farmen gehen. Hier ist doch auch ein Ultra, der Endgegner, gell? Das ist doch ein Ultra, ich mach die 3 der Münzen an. Ich farm mir noch ein bisschen, ein paar Engramme. Oh fuck, oh fuck. Die gelben Vandale töten mich hier gleich. Die am Eingang stehen, von dem Archiv. Mach auf. Geht nicht. Das Archiv. Die verlorenen Geheimnisse. Alter Münzen! Toll, ich hab grad die Wand erschossen. Nice. Ich hab original in der ersten Mission ein exotisches Engramm bekommen. Ich raste aus. Und dann noch Primärwaffe. Vielleicht krieg ich ja da mal irgendwas raus. Was gibt's da eigentlich noch? Was fehlt mir noch, Leute? Primärwaffen technisch. Monte Carlo. Ja, die Kati nur. Die wäre nice. Komm Geist, hau raus, ich hab's eilig. Das ist aber auch nicht meine Handgröße. Irgendjemand überträgt übrigens von euch doppelt. Wäre gut, wenn wir das eliminieren könnten. Oder wenn ihr Push to Talk anmacht oder so. Ich weiß nicht, wie ich doppelt übertragen soll. Ja, guck halt in die Party, ob du überträgst, wenn ich rede. Dann weißt du, ob du es bist. Und dann mutest du dich einfach. Und wenn du was reden willst, entmutest du dich, weil es zerstört mir gerade die Aufnahme. Okay. Also, wenn du es halt bist, ich weiß ja nicht, ich kann jetzt gerade nicht gucken, ich nehme ja gerade auf. Oder zur Not mal Headset außen einstecken. Dann kann das auch weggehen. Danke, Dr. Schill. So, wir sind jetzt im Archiv und jetzt kommen die Dödel da vorne. Ich geh schon mal hin, muss schnell gehen. Hab keine Zeit. Muss Kriegssatelliten spielen. Oh, die Patrouille, Kriegssatelliten, ey, Leute. Ey, wir können den Saber Strike starten, da ist der erste auf der Erde. Hier, mega Tipp, Leute, startet den Saber Strike. Das gilt definitiv als Kriegssatelliten. Wenn das nicht gilt, dann weiß ich es auch nicht. Alter, die gefallen auch. Ja, dann kommen doch mal ein paar Gefallene. Die kommen ja nicht. Ich will ja hier aufhören, oder so. Die haben nichts gesagt. Es geht mir immer ein Hammer abhanden. Der letzte, wo ich noch Energie habe, dann drücke ich und dann macht er den nicht. Das ist schon traurig. Mega OP-Granate, pass auf. Ja, und wieder abgeprallt. Immer wenn die abprallt, ist die scheiße. Musst du echt vor die Gegner werfen, damit die genau dahin geht, wo ihr auch fahren wollt. So, du bist tot. Danke. Ich werde den Boss jetzt wipen mit der Shotgun. Ich habe so viel Shotgun-Munition, ich werde mich vorhin stellen mit dem Wipen einfach. Keine Zeit jetzt zu verlieren. Wenn ich dann drauf gehe, habe ich Pech gehabt, oder? Von Solarflecken machen, um ein bisschen geschützt zu sein. Oh, das war knapp. Das war sehr, sehr knapp. Hier hinten gibt es irgendwo dann Abgleich, oder? Ah, ne, jetzt müsst ihr runter. Da muss ein Servitor sein, der von der Energie zählt. Servitor erst noch töten. Waffe nachher. So, du Geächter, das geht so. Läufst du meine Granate? Danke dir. Sehr lieb von dir. So, dann Geist einsetzen. Was für ein Chaos, aber ich erledige das. Und dann zurück. Die blauen Gramm lassen wir direkt mal da liegen. Ich habe keinen Platz. Muss ja, Sleeper Simulant muss ich mir aufheben. Ja, was ist eigentlich heute? Heute ist Mittwoch, gell? Dann kommen die Waffen so erst am Dienstag. Dann haben sie wahrscheinlich alle wieder. Mittwoch ist doch Waffentag. Ja, aber die Waffen kommen am Dienstag mit Reset. Normalerweise, außer die Schwerter. Die Exo-Waffen. Also vom Waffenmeister, die Waffen habe ich auch mal mit Mittwochs gekriegt. Ja, die schon, aber wie gesagt, die Exo-Quests werden am Dienstag ausgelöst. Steht extra drin. Mit einem Weekly Reset kriegst du die Exo. Guck dir mein Chaperone-Video an. Da siehst du es. Und ich habe es auch am Dienstag bekommen. Also bin 11 Uhr rein und dann zwar Amanda Holiday und sie hat es mir direkt gegeben. Chaperone kriegen war echt easy, ne?
Ja. Schon. Ich weiß halt nicht, wenn man sie nicht kriegt, ist halt nicht mehr easy. Das ist halt wieder ein random Bodysuit. Keine Ahnung. Was ist denn der Boss? Ich sehe ihn nicht. Ich hab den Boss verpasst. Nein! Wo ist denn der? Ach da, okay. Müssen wir den da töten. Und den da. Und dann bin ich schon gleich wieder tot, dann sollten wir SMG auswählen, damit es mit Kokron nachlädt. Dann müssen wir erstmal die Kleinen da töten. Ich schieb mir so zum Arsch weg. Hab ich gepennt jetzt? Der Boss kam und ich stand hier an der richtigen Stelle. Mist! Nix mit Boss wipen. Ich schieße mir einfach das Schild weg mit der Salo. Jetzt wipen wir ihn. Hoffentlich. Wie einfach war das? Der nimmt 4 Schuss von der Shotgun. Wenn ihm das Schild wegschießt vorher. 4 lächerliche Schuss. Dass der Rest auch noch killen ist. Ach komm. Okay, meine Rest halt noch. Komm hier. Komm, das war's. Schluss aus. Zurück zum Archiv. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Der Geist sieht schon cool aus dem Raid. Also da haben sie schon echt. Ionisierte Patronen am Mond. Ist erstaunlich. Top. Wege in andere Galaxien und Karten von einer Wex-Unterwelt namens Gläserne Kammer. Gläserne Kammer, ja. Kommt jemand mit zum Saber Strike von euch? Kann ich machen. Muss ich brauche jemanden, der den Kriegsalit dann auch verteidigt. Ich brauche keine Randoms, die dann das nicht schaffen. Ich muss das mit dem First Try schaffen, bitte. Damit sind wir mit Episode 2 auch durch und gleich kommen wir wieder mit den Kriegsaliten farmen auf Mars, Erde und Venus, glaube ich. Bis gleich.